ein Autoerfrischer, ein Organizer, ein Handyhalter und Autostreiche. Heute haben wir einige Tricks und Hacks für Fahrer und Beifahrer parat. Hier kannst du mein Geld verstauen. Ich habe meine Geldbörse nicht dabei. Naja, wenn es sein muss. Aber wo lege ich das alles hin? Tja, schwierige Frage. Aber ich habe eine Idee. Dieses Auto braucht einen Organizer. Für diesen Lifehack braucht ihr eine alte Brieftasche. Nehmt ein Gummiband und eine Heißklebepistole. Klebt das Gummiband um die Ränder der Brieftasche. Befestigt dann die Brieftasche an der Sonnenblende. Jetzt ist es nicht nur eine Brieftasche, sondern auch ein äußerst nützlicher Organizer. Für Karten und Bargeld. Und ihr habt alles immer zur Hand. Immer wenn ich einsteige, nerven meine Schuhe. Die Absätze sehen schon furchtbar aus. Ich habe aber keine Lust, ein zweites Paar Schuhe mitzunehmen. Ich gehe doch nicht zum Sport. Wir haben eine bessere Idee. Ihr braucht eine normale Socke. Streckt die Socke über den Absatz des rechten Schuhs. Fertig! Jetzt ist der Absatz geschützt. Vergesst aber nicht, die Socke zu entfernen, wenn ihr aussteigt. Juhu, keine Kratzer mehr! Meine Freundin steht vor dem Auto und ist nur am Quasseln. Es ist Zeit für einen kleinen, harmlosen Streich. Klappt die Sonnenblende runter und fügt ein Bild von Dobby aus Harry Potter hinzu. In der Zwischenzeit ist meine Freundin endlich fertig und kann endlich einsteigen. Aber sie will zuerst in den Spiegel schauen. Oh je, habe ich mich in eine Elfe verwandelt? Auf diese Reaktion habe ich gewartet. Da, schaut! Genial! Hey, war doch nur Spaß! Hey, du Vielfraß, wenn du schon im Auto essen musst, schmeiß gefälligst den Müll weg. Alles liegt hier im Auto rum. Ich bin doch kein Messi. Für diesen Lifehack braucht ihr einen flachen Lebensmittelbehälter. Legt eine Plastiktüte hinein und legt es ins Ablegefach. Legt den Müll in die Tüte und schließt den Deckel. Es ist viel schöner, in einem sauberen Auto zu fahren. Während wir auf unsere Freundin warten, nutzen wir die Zeit, weil es ein neues Video auf YouTube gibt. Aber das Smartphone fällt ständig um. Warum hast du keinen Halter? Ein einfaches Gummiband eilt sofort zur Rettung. Befestigt das Band an der Belüftung. Fertig! Jetzt müsst ihr nur noch das Smartphone daran befestigen. So hält das Smartphone sicher. Und unsere Freundin kann ruhig länger wegbleiben. Und wenn ihr hinten sitzt, haben wir auch hier eine Idee. Ihr braucht einen Ziploc-Beutel. Macht kleine Schnitte mit einer Schere an zwei Seiten. Ihr braucht dann zwei Schnüre. Zieht die Schnur an beiden Seiten des Beutels durch und bringt den Beutel zwischen den Vordersitzen an. Besorgt euch Popcorn und schaut euch eure Lieblingsvideos an. Und jetzt zeigen wir euch, was ihr gegen unangenehme Gerüche machen könnt. Für diese Idee braucht ihr einen Plastikbehälter. Nehmt auch etwas Gelatine. Verdünnt es mit heißem Wasser und mischt es gut. Fügt dann verschiedene Glitzersorten hinzu und gießt die Gelatinelösung mit Hilfe eines Trichters hinein. Fügt auch etwas Glycerin hinzu. Wählt auch euer ätherisches Lieblingsöl und gießt das Öl in die Mischung und mischt es. Legt es dann noch in den Kühlschrank, bis es ausgehärtet ist. Stellt das Gel, das ihr gemacht habt, auf das Armaturenbrett. Ein hausgemachter natürlicher Lufterfrischer erzeugt einen angenehmen Geruch und erfrischt die Luft im Auto. Es hält bis zu 2 Wochen. Das riecht gut. Kommt, wir spielen was, bevor wir noch einschlafen. Ihr braucht Pappbecher und Luftballons. Das Ziel des Spiels ist es, einen Ballon in den Becher aufzupusten und auf die Armlehne zu übertragen, ohne den Becher zu berühren. Jetzt kommt das nächste Level. Ihr müsst eine Pyramide aus Bechern bauen. Wer die Pyramide zerstört, verliert. Meine Freundin freut sich. Endlich gewinnt sie mal. Aber unsere Siegerin hat keine Ahnung, dass ihre Freundin noch einen kleinen Streich für sie parat hat.
Meine Freundin trägt mal wieder ihren Lippenstift auf. Oh, was ist das denn für ein Geräusch? Hey, das Auto riecht endlich frisch und du verpestest wieder die Luft. Und das war sicher kein Donner. Beruhig dich, es ist nur mein Smartphone. Schau doch selbst. Ich wusste, dass du auf diesen kindischen Streich reinfallen würdest. Eine Tasche, Kartons, ein Korb, ein Bild, ein paar Bücher und ein kleines Hündchen namens Snooks. Verreist ihr ein paar Wochen oder was? Meine Freunde haben immer so viel dabei. Aber reicht nicht nur eine Tasche? Alle Sitze sind voll mit Paketen und Rucksäcken. Was kann man da machen? Ich verwende einfach einen Schal. Bindet die Enden des Schals an den Griffen und legt alles in die Hängematte. Toll, die Sitze sind frei. Jetzt haben Taschen und meine Freunde Platz. Und hier ist deine Geldbörse. Selbst wenn euer Zimmer immer schön aufgeräumt ist, ist es im Auto total unordentlich. Silikon-Cupcake-Formen helfen euch. Legt zwei Formen in das Getränkefach. Legt nützliche Dinge in eines der Formen und Geld in die zweite. Euer neuer Organizer ist fertig. Und es ist nicht mehr so chaotisch. Oh je, der endlose Kampf zwischen den Vordersitzen und den Rücksitzen. Wo soll ich die Tasche hinstellen? Niemand will sie halten. Normale Karabiner lösen dieses Problem. Nehmt die Kopfstütze vom Vordersitz ab und hängt die Karabiner an die Metallstangen. Bringt die Kopfstütze wieder an. Jetzt könnt ihr Taschen an den Haken anhängen. Alles, was ihr braucht, kann im Auto bleiben und die Taschen stören niemanden mehr. Coole Idee! Um die Autofahrt noch lustiger zu gestalten, hat meine Freundin wieder haufenweise Süßigkeiten mitgebracht. Aber das süße Fest verwandelt sich in eine Süßigkeitenkatastrophe. Ich muss alles wieder aufsammeln. Ein Kunststofforganizer hilft euch dabei, sowas zu vermeiden. Legt die Snacks in die Kisten. Wir legen Schokoriegel in ein großes Fach und Bonbons in das kleine. Vergesst die Oreos nicht. So viele Leckereien passen da rein und es ist super praktisch. Jetzt futtern wir alles auf. Oh, ich habe mich verfahren. Außerdem habe ich keinen Empfang. Und jetzt funktioniert mein GPS nicht. Von wo sind wir gekommen? Erinnerst du dich? Müssen wir nach links oder rechts? Zum Glück hat meine Freundin einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Damit ihr euch nicht verirrt, nehmt lieber eine Straßenkarte mit. Legt die Karte einfach ins Auto. Ihr könnt sie auch an der Sonnenblende befestigen. Die altmodischsten Sachen sind doch die zuverlässigsten. Wir müssen da lang. Komm, wir machen eine Pause und essen was. Aber ein Picknick am Straßenrand ist nicht besonders appetitlich. Die Decke ist mit Zweigen und Nadeln bedeckt. Hier ist kein Platz. Gut, dass wir einen Regenschirm dabei haben. Öffnet den Regenschirm und legt das Essen hinein. Und wenn ihr keine Decke dabei habt, könnt ihr ein Buffet zusammenstellen. Hängt den Griff des Regenschirms an einen Ast und der Hängetisch ist fertig. Und nun, guten Appetit! Komm, wir spielen etwas, damit die Kalorien, die wir während des Picknicks zu uns genommen haben, nicht an den Hüften bleiben. Ihr braucht eine Plastikflasche. Schneidet den oberen Teil ab. Erhitzt dann eine Ahle und brennt zwei Löcher hinein. Führt ein Band durch und knotet es von innen zu. Wir machen mehrere Körbe. Hängt die Flaschen an die Zweige. Jetzt braucht ihr Tischtennisbälle. Die Aufgabe besteht darin, so viele Bälle wie möglich in die Flasche zu werfen. Es ist etwas windig, daher ist es gar nicht so einfach. Na schön, dann gewinnt halt jeder. Die Sonne scheint zwar, aber es ist trotzdem ziemlich kühl. Meine Freundin zittert und ihre Füße fallen bestimmt bald ab. Ja, für Sommerschuhe ist es doch zu kalt. Zeitungen und Müllsäcke helfen, eure Füße zu isolieren. Wickelt euren Fuß in eine Zeitung, legt dann den Müllbeutel darüber und macht dasselbe mit dem anderen Fuß. Zieht die Turnschuhe wieder an. Das ist viel besser.
So wärmen meine Füße viel besser als die Socken von meiner Uroma. Und eine kühle Frühlingsbrise ist keine große Sache mehr. Wie fandet ihr unsere Auto-Lifehacks? Schreibt uns, welchen Hack ihr oder eure Eltern verwendet. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und lasst auch einen Kommentar da. Drückt auch auf die Glocke, damit ihr keine neuen Videos mehr verpasst.